Hofreiter hat nun das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das letzte Jahr war das heißeste Jahr, seit es Wetteraufzeichnungen gab. Der Juli in diesem Jahr war der heißeste Juli, seit es Wetteraufzeichnungen gab. Am Dienstag ist in den USA ein Präsident gewählt worden, der behauptet, der Klimawandel existiert nicht. Aber die Realität hält sich nicht an Ideologien, sondern die Realität ist es, mit der wir lernen müssen, umzugehen. Und was würde man jetzt erwarten von der Europäischen Union, was würde man insbesondere erwarten von der Bundesregierung angesichts der schwierigen Lage, die wir sowohl faktisch, naturwissenschaftlich als auch politisch auf diesem Planeten haben? Man würde erwarten, dass man die Rolle Deutschlands nicht kleinredet, sondern erkennt, welche Bedeutung die viertgrößte Industrienation auf diesem Planeten, die in der Vergangenheit mal Vorreiter bei Technologie und Klimaschutz war, welche Rolle diese viertgrößte Industrienation zu spielen hat, und man würde versuchen, diese Rolle auszufüllen. Was erleben wir stattdessen? Wir erleben ein Trauerspiel in dieser Bundesregierung. Es gibt eine arme Umweltministerin, und das erkennen wir an, die im ersten Entwurf einen ganz guten Plan für 2050 vorgelegt hat. Und was ist dann im Laufe der Beratung dieses Plans passiert? Als erstes hat ihr Parteikollege Gabriel die relevanten Maßnahmen und Ziele im Bereich der Kohle, was einer der wichtigsten Bereiche ist, ihr rausgestrichen. Als nächstes hat der Verteidiger der Massentierhaltung, der Landwirtschaftsminister, alles, was relevant war, im Bereich der Landwirtschaft rausgestrichen. Dann als nächstes kam Herr Dobrindt, der Minister, der immer noch glaubt, bei der Infrastruktur ist es wichtig, auf Kupfer und Beton zu setzen. Man muss dazu wissen, dieser Minister ist eigentlich für Digitales zuständig. Dieser Minister ist eigentlich für moderne Mobilität zuständig. Der hat dann die entsprechenden Maßnahmen im Bereich der Mobilität rausgestrichen. Und dann, nachdem dieser Klimaschutzplan schon ziemlich entkernt war, insbesondere von den Maßnahmen entkernt war, dann gab es noch mal den Dienstagabend und die Ministerin, die schon verkünden hat lassen, dass die Einigung da ist, hat entsprechend ein hartes Faustspiel wiederum durch Herrn Gabriel erlebt. Und die SPD-Fraktion schweigt zu dem Ganzen und lässt ihre Ministerin im Regen stehen. Was wäre eigentlich notwendig? Was wäre eigentlich notwendig? Und Herr Jung, Sie haben davon gesprochen, dass es einen Plan bräuchte, um aus der Kohle auszusteigen. Ja, da geben wir Ihnen recht. Diesen Plan bräuchte es. Aber entsteht dieser Plan dadurch, dass Sie zum wiederholten Mal das hier sagen? Oder entsteht dieser Plan dadurch, dass man Gesetze macht? Und ich meine, Sie nennen Gesetze gerne, ja, das sind dann halt Verbote. Wissen Sie, Gesetze sind dadurch definiert, dass sie allgemeine Normen für alle festlegen. Glauben Sie denn wirklich, wenn Sie zu den Stromkonzernen gehen und sagen, ah, wir wissen, eure Kohlekraftwerke, ja, die sind abgeschrieben und damit verdient ihr eher noch Geld als wie mit Erneuerbaren, weil ihr dazu zu unbeweglich, zu langsam und zu träge seid, mit bisschen tätscheln, mit bisschen lieb sein. Und wenn ich sage, oh Herr Jung, wir haben es erkannt, Sie haben so recht und Sie haben ja auch immer wieder von einem Plan hier im Plenum gesprochen. Sie haben ganz recht. Wir schalten die jetzt freiwillig ab. Glauben Sie wirklich, dass die Realität so funktioniert? Deshalb hören Sie auf, immer nur hier Jahr für Jahr de facto die gleiche Rede zu halten, sondern machen Sie sich endlich an die Arbeit und gießen Sie Ihre Vorschläge in Gesetze, sodass sie auch in der Wirklichkeit Auswirkungen haben. Und was wäre da notwendig? Was wäre da notwendig, in Gesetze zu gießen? Es wäre in Gesetze zu gießen, dass entsprechend das, was Sie zum Beispiel im Klimaschutzplan ankündigen, eine Verdoppelung entsprechend der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030. Das würde bedeuten 65% erneuerbare Energien im Jahr 2030. Also Sie haben ja schon ein Gesetz gemacht, ein Gesetz zum Ausbremsen der erneuerbaren Energien. Und dann schauen wir mal rein, was da drin steht.
Da steht drin, bis zum Jahr 2035. Also 5 Jahre später sollen es nur 55% sein. Und da versteht man jetzt auch, warum Sie kein Klimaschutzgesetz machen wollen. Nee, Sie schreiben hier einen unverbindlichen Klimaschutzplan, den Sie noch nicht einmal rechtzeitig fertig kriegen zu Marrakesch, um dann auf der internationalen Bühne wieder schön winken zu können. Und wo Sie mal Gesetze machen, machen Sie das Gegenteil. Machen Sie was völlig anderes, als Sie in Ihren eh schon abgeschwächten Klimaschutzplan reinschreiben. Das heißt, was wirklich notwendig sind, sind entsprechend den Ordnungsrahmen zu setzen, dass die Verkehrswende klappt, dass wir in Richtung Null Emissionen im Verkehr kommen, dass entsprechend die Energiewende wieder angeschoben wird und wir rauskommen aus der Kohle und endlich wieder reinkommen in der Bürgerenergiewende. Und was wir auch brauchen, ist eine Wende in der Landwirtschaftspolitik, auch für die Landwirte, denen es unter dem jetzigen Regime auch nicht besonders gut geht. Vielen Dank. Nächster Redner für die